Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge FIFA 19 Spielerkarriere im Koop-Modus mit dem Mike. Hey Leute! Jawohl, wir haben heute den 10. Spieltag in der Bundesliga und außerdem noch den 4. Spieltag in der Champions League. Beides ganz, ganz wichtige Spieltage, nachdem wir leider in der letzten Folge auf Mikes Kanal oben rechts in der Infokarte kommt ihr zu seiner Folge. Gegen Platz 13 spielen wir jetzt. Wir haben das übrigens auch gerade jetzt aufgenommen, also vielleicht bin ich noch ein bisschen angepisst, sorry. Wir können bis auf Platz 2, wir können so langsam, wenn wir jetzt hier mal gewinnen würden. An die Bayern ran. Können wir nach vorne mal wieder aufschließen. Komm, jetzt streng ich mich sowas von an, ne? Die Niederlage, die hat mich jetzt so demotiviert. Außerdem sind wir auf selbst Platz, motivieren ja, muss. Wir müssen uns ja das sowieso, weil wir sind auf Platz 3 in der Champions League. Oh, ich habe jetzt eine 73 bekommen. Nice, das ist doch Motivation. Da krieg ich nichts. Oh, guck mal. Was ein Künstler. Mikey. Ein Künstler, Junge. What the fuck? Oh, geil. Okay, los geht's, Anpfiff. Oh Gott. Ja, wir spielen auch auswärts. Easy. Ja, gegen Stuttgart haben wir auch auswärts. Wir spielen auch auf deinem auswärts. Kanal. was? was? Was ist denn jetzt schon wieder? Habe ich irgendwas verpasst? Nee, alles gut. Ich habe gesagt, gegen Stuttgart, auswärts haben wir auch gegen Stuttgart gespielt und da haben wir auswärts gespielt, habe ich gesagt. Ja. Achso. Ja, naja, aber auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass wir da 3-0 verloren haben. Wir verlieren halt überall, egal ob heim oder aus. Jetzt ist mir warm. Oh, jetzt Jan! Oh! Elfmeter! Der erste! Rot! Ja, das ist eigentlich Notbremse, safe. Er gibt ihm dafür eine gelbe Karte. Ich glaube, man darf das nicht mehr geben. Doppelbestrafung gibt's nicht mehr. Ich glaube, das gibt's nicht mehr. Junge. Uiuiuiuiui. Ich drück dir die Daumen. Ja, meiner läuft ja nicht mal an. Oh Gott, mein erster Elfmeter, ich hab so Angst jetzt, ne? Ich werde den safe auch noch verschießen. Dann bin ich aber richtig traurig. Cool. Ja. Oh, das war stark geschossen. Ja. Mega. Ich habe irgendwie mal gehört, man soll erst ganz am Ende in die Richtung drücken, wo man hinschießt oder so, damit der Torwart. Keine Ahnung. Ich drück von Anfang an. Ja. Drin ist drin. Ja. Sauber. 1-0 und die Chance, die war ja auch echt gut. Oh, ja. Die Wolfsburger haben eine Trikotfarbe grün wie die Hoffnung. Komm jetzt. Yeah. Ja, auch mal wieder ein Tor nach 100 Jahren. Ah, echt lang her. Das war echt lang her. Hallo, mach doch. Nee, mach nichts. Kein Bock. Ja. Ah, yes. Lang ist her. Oh. 2-0, jetzt haben wir beide. Wolfsburg ist immer so eine Mannschaft, da kann man mal wieder gewinnen, weißt du? Ja, da gegen die, genau gegen die. Oh, das war ein Tunneltor, Junge. Junge, und der Tor war auch noch dran. War eigentlich gar nicht so gut geschossen. Doch, voll gut geschossen. Nice. Oh nein. Oh nein. Oh, fuck. Oh, das war schön gespielt eigentlich. Ja. Torwart war. Habe ich auch gar nicht mit gerechnet, dass ich an den Ball komme, aber das. Ja, ich auch nicht. Dass dann sowas Gutes eigentlich bei rauskommt. Aber der Torwart hat ihn halt gut gehalten, muss man da jetzt wirklich sagen. Ja, spiel nicht. Nee. Nein, einfach nein. Ja, genau. Spielen zum Gegner. Da wollte ich das auch mal probieren.
Ich kann das aber nicht. So ein Profi. Nice, gut gemacht. Richtig, richtig nice. Junge, der hat mich so hart geblockt. Jawohl. Nice Witzel. Yes. 0-3. Da hat er richtig schön den Raum gesehen. Da machen die anderen auch mal ein Tor. Das ist auch tatsächlich lange her. Ja. Der eine hat mich ultra geblockt, sonst wäre ich da vielleicht sogar noch durchgekommen. Aber, ja. Egal. Das ist halt eine schöne Führung. Da ist es vorbei. Der Pfiff, ein 3-0, ein erfolgreiches Spiel. So sieht die Tabelle in der Champions League gerade aus. Mal schauen, wie sieht's denn, Nicht so ja, schick. Wir haben 3 Gegentore und 2 Tore geschossen. Also mit der Differenz kommen wir an Atletico Madrid erstmal noch nicht ran. Aber wenn wir erstmal gegen die gewinnen, das wäre schon echt geil. Das wäre echt. Wenn wir nicht notwendig gewinnen, dann haben wir ein ziemliches Problem, weil entweder Monaco zischt uns weg oder Brügge holt uns ein. Eins von beiden wird ja passieren. Entschieden, glaube ich, kommt da nicht raus. Nö. Gibt's Freistoß? Ja. Ja, okay. Gelbe Karte auf jeden Fall hier an der Stelle. Für Lucas Hernandez. Jetzt kommt dein geiler Freistoß. Stimmt. Oh, hast noch nie einen geschossen. Sollen wir irgendwie so Krassen machen? Nee, wir machen keinen Krassen. Dass du passt. Also ich mache einen Krassen, ja. Dass du so passt und ich schieße. Oder schießt du aufs Tor jetzt? Nee, ich schieß in die Mauer. Mist, der war schlecht. Boah, Junge, Torschuss. Das war tatsächlich gefährlich. Mann, dass du. Jeder Ball geht zu dir bei der Ecke, Mann. Und ja, das Spawn auch so bescheuert. Das ging immer zu dir bisher. Nein, das geht immer bei. Nein, die ersten paar. Nur seit der heutigen Aufnahme, seit dem Dreierpack. Seit dem Dreierpack. Sonst ging er immer zu dir. Jetzt finden die mich halt cooler als dich. Vorher fanden die dich cooler. Das Problem ist, ich will die halt gar nicht. Ja, ich will die ja. Oh, shit. Das kann ich. Das kann ich besser als die Kopfbälle. Ich würde die ja gönnen, aber... Ja, ich würde die mir auch gönnen. Ich krieg die. Warum auch immer. Nice one. Die alternativen Trikots hier. Die so absolut unalternativ sind. Oh, das war schon ein starker Schuss. Jawohl. Das war ein guter Pass. Komm jetzt. Der war echt cool. Ja. Endlich Jawohl. Mal wieder eine Torvorlage. 2-0. Komm bitte. Ja. Ja. Ja, das ist geil. Oh, ich hab gedacht so, oh Mann, was macht er denn jetzt? Geht so auf den Torwart zu. Ja, ja, das mach ich immer. Also wenn ich so 1-1 gegen ihn, dann probiere ich echt immer nah ranzugehen und dann einen Flachschuss zu machen. Aber es hat funktioniert, 2-0, Doppelschlag, 35. und 38. oder 39. Minute. Das müsste die Halbzeit sein jetzt, ja. Doppelpacker für mich in der Champions League zum ersten Mal. Und das hilft uns allgemein ziemlich gut weiter. Ja, eine gute Führung. Oh, 1-0 für Monaco. Das heißt, die zischen leider weg. Ja, perfekt. Da habe ich auch mal eine Vorlage. Ich glaube, das ist meine erste Vorlage für Dortmund. Allgemein. Yes, da bin ich cool geblieben und habe nicht abgezogen, wie ich das sonst oft mache. Oh, so wichtig, diese Tore. Das ist echt wichtig, auch für die Tordifferenz. Mega wichtig. Ich glaube, wir holen damit Atletico Madrid sogar ein. Naja, also die haben auf jeden Fall einen Punkt noch vor. Also die haben Punkt ja, aber von der Tordifferenz. Von der Tordifferenz, ja. Wir müssten jetzt plus 2 haben und die müssten jetzt... 0 haben. Nee, 1, glaube ich. Ich glaube, die hatten vorhin plus 3. Alter, warum passen die nie dir? Also ich meine 4-0, meine zweite Vorlage, aber... Mann, ich dachte so, oh ja, geiler Pass. Und ja, dann verhungert er einfach. Ich will ja auch dir passen, ich will ja dir passen. Und er macht's nicht. Okay, aber das war gut, das war wirklich 4-0. Gut. 4-0. Wahnsinn.
Nächstes Spiel ist gegen Bayern in der Bundesliga. Auf meinem Kanal. Auf meinem Kanal. Junge, gegen Bayern, das wird krank. Das wird echt krank. Und mal gucken, ob unser Trainer überhaupt spielen lässt, weil wir sind schon ein bisschen ausgepowert und das Bayern-Spiel ist auch schon nah dran jetzt wieder am Atletico-Spiel. Stimmt, zwei. Aber wir bestechen den einfach, weil wir wollen da spielen. Junge, gegen Bayern muss einfach. So, das war's jetzt mit dieser Folge. Auf jeden Fall hier wieder echt. Das war mal erfolgreich. Das war bis jetzt die beste Mega. Folge. Könnt gerne eine Bewertung da lassen, wenn es euch gefallen hat. Abo natürlich auch. Ist natürlich kostenlos, gar keine Frage. Auf der rechten Seite kommt ihr noch zu meinem Instagram-Kanal. Checkt es ab. Bisschen Background-Infos und so weiter. Und außerdem kommt ihr auf der rechten Seite noch zur nächsten Folge und zur Playlist, wo natürlich auf beiden Kanälen, also beide Folgen von beiden Kanälen mit drin sind. Infokarte Mike, checkt es ab. Haut rein. Ciao. Ciao, ciao.